So, das ist jetzt erstmal die letzte Aufnahme, die letzte Folge für die jetzige Aufnahme von mir. Also, wir machen dann mal weiter und hoffen, dass wir in dieser Folge, also ich hoffe, dass ich in dieser Folge noch zum Romanov komme. Ich habe jetzt erstmal keine Lust, da runter zu gehen, weil ich will jetzt echt erstmal zum Romanov. Also ich mach das halt Quest für Quest. Das ist eher Skelettkrieger, naja gut, das kriegt man noch klein. Was? Ich helfe dir? Ich habe doch gerade eine Frauenstimme gehört. Moment. Ich muss weg. Heiltrank saufen. Komm, Schlag zu. Ja, nochmal, komm. Au drauf. Geht doch. Alter, wie lange will er denn noch blocken, ey? Ja, wir sind schneller als du mit deinem Knüppel. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das haben. Fast. Geht doch. Hui, wo hat der seinen Knüppel hingeschmissen, ey? Grün Blatt. Ist der bis hierhin geflogen? Nein, weiter. Okay, dann können wir jetzt erstmal die Kiste angucken. Aber ich habe doch eben eine Frauenstimme gehört, Alter. Ja, in der Kiste war jetzt wirklich sinnvolles Zeug drin, ne? So, dann gehen wir mal... Ach, noch mehr, Alter. Was haben wir denn da? Skelettkrieger und Skelett. Naja, kommt her. Ich habe doch neben mir auch was gehört. Oh Gott. Komm schon. Alter. Könnt ihr euch nicht mal an den normalen Dings halten, sodass ein Skelett nach dem anderen kommt? Oder ein Monster allgemein? Na, Kollege. In your face. Huch. Da wäre ich glatt fast runtergefallen, ey. Komm. Und draufhauen. Okay, er hat ein Schwert nur. Komm schon, hau drauf. Oh, block nicht ewig, du Spast. Du hast eh keine Chance. Mach mich eh kalt. Hallo, wir sind der Held des Spiels, ja? So. Danke. Hier war noch einer, genau. Gut, dann hoffe ich das mal, dass es jetzt das alles war und die Sonne ist schon wieder untergegangen. Ach, ist ja fast wie in Minecraft. Permanent Nacht. So, dann lass mal hier hochgehen. Boah, wie weit denn? Ernst? Ach Gott, wie viele denn noch, Alter? Ist nur ein Skelett, oder? Ja, ist kein... Ich dachte jetzt schon, hinter mir kommt noch einer vom Turm runter oder so. Hey, was war das jetzt für ein Kamera-Fail, Alter? Also ich muss noch ein ganzes Stück laufen laut der Karte. Naja gut, ich lass das dann mal. Also nicht das Laufen, sondern den Turm da hoch zu gehen. Gut. Stachelschwein. Ne, Stachelratte. Kommt her. Na, kommt alle her. Alle der Reihe nach. Ich hab noch einen Pfeil für euch. Erstes weg. Zweites weg. Also den einen Treffer, den ich mir jetzt auch sparen könnte, aber naja gut. Also. Da unten haben wir einen Fluss. Okay. Ach, das sieht ja alles klasse aus hier. Ist das Blut, was da runterfließt? Naja, sieht auf jeden Fall sehr eklig aus. So, was haben wir hier? Rottwurm. Rottwürmer. Jo, ich bin weg. Erde, noch so ein Pilz. Aha. Sind wir jetzt mittlerweile da? Nein, wir müssen noch ein Stückchen. Schon wieder so ein Idiot, Alter. Ach, Mann. Ja! Das hört ja auch echt nicht auf, Alter. Boah. Da gehe ich ja freiwillig zurück zum Rottwürmer, ey.
Alter, war schon wieder so ein Kamerafail, als wenn meine Maus gerade eine 360-Grad-Drehung macht oder so. Komm schon, mach den kalt. Ja, danke, sonst kann ich mich um den kümmern. Noch ein. Ja, noch so ein richtiger Treffer, genau. So. Ich hoffe, das reicht jetzt auch langsam mal mit den ganzen Skeletten. Der Romanov, der scheint ja noch nie da rausgegangen zu sein, weil permanent überall Skelette sind, weil ich glaube kaum, dass. Ach. Langsam wird's doch langweilig, ey. Ich glaube kaum, dass Romanov hier so einfach durchspaziert, ohne dass das Skelett ist, was gerade am Fenster vorbeigeflogen ist. Da ist gerade irgendwie sowas vorbeigeflogen, als wenn da ein Vogel vom Dach gestürzt wäre oder so. Okay. Geschafft. So, haben wir nochmal 60 Gold mehr. Guck nochmal eben auf den Hochstand hier. Aber das ist tatsächlich nichts. Brauchen wir nochmal einen Heiltrank und dann hoffe ich, sind wir bald da. Oh, nee, nicht so. Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Was denn noch alles? Die Viecher, die sind wirklich mies. Also die hatte ich ja... Da hatte ich in meinem Panzergrille. Ich hoffe, das ist nur... Ach du Scheiße. Also da hatte ich in meinem Speicherstand vor meinem Let's Play... Ach, die kann man wenigstens... Boah. Da hatte ich keine Chance gegen die und da war ich schon ziemlich stark, aber... Also, ich meine, in dem Quest hier, den Petty-Quest, habe ich jetzt nicht so weit schon gehabt. Also da war ich, glaube ich, ein bisschen unweit. Aber so ein Problem sind die gar nicht, ne? Ja gut, das liegt jetzt vielleicht auch dran, dass ich jetzt einen Helm habe und mein Schwert etwas stärker ist und allgemein meine Fähigkeiten anders... Ach nee, noch... Das sind ganz viele von denen. Muss ich unten lang? Ich muss in die Hütte da hoch, oder? War ja klar. Oder muss ich... Komm, ich geh jetzt hier runter. Da sehe ich doch schon wieder, dass sich irgendwas bewegen. Das sieht aus wie ein Skorpion. Ausbeute. Ach nee. Hm, super Skorpion. Warte mal. Also, wir werden gleich sehen, ob wir jetzt... lang müssen oder nicht. Alter, ernsthaft. Weißt du, diese Geier, die sind so mies, weil die immer rückwärts laufen und die triffst du nie, Alter. Und dann greifen sie dich mal kurz wieder an und nix ist. Naja, jetzt kann er nicht mehr weiter zurück. Jetzt ist er fast selber runtergefallen. Ja, den habe ich glatt mal getroffen. Aua. So, gut, einer weniger. Noch einer weniger. Na komm. Alter. Also dann, wenn du mit dem Bogen drauf schießen willst, dann kommst du dir nahe, aber dann, wenn du ein Schwert draufhauen willst, dann komm, gehen sie weg. Da haben wir, Alter. Hallo, alles mitnehmen. Hab ich jetzt schon? Ah, gut. Ich schätze mal, dass wir da hoch sollen. Tatsächlich. Naja. Hey du, komm mal her, mein Freund. Wir müssen uns mal miteinander unterhalten. Was soll denn das jetzt werden? Ein Hinterhalt? Lass mich raten. Du tötest mich jetzt, nimmst mir Stahlbarts Hinweise ab und hebst den großen Schatz, ja? Lass den Quatsch. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht kann. Ach was, warum nicht? Patty und du seid die Einzigen, die diesen verdammten Fluch von Kapitän Stahlbart bannen können. Mhm. Dieses Teufelsweib hat sich schon geweigert, mit uns zu kooperieren. Jetzt hängt alles von dir ab. Was hast du mit Patty gemacht? Sie ist an einem sicheren Ort, wo sie über ihre Drohungen, die sie mir entgegengeschleudert hat, gründlich nachdenken kann. Ja, das klingt ganz nach ihr. Es liegt ganz an dir, ob sie das Tageslicht jemals wieder sehen wird. Was mich angeht, habe ich keine Skrupel, sie dort verrotten zu lassen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Alter, das kann ich echt nicht bringen. Boah. Machen wir es kurz. Zieh deine Waffe.
Schade. Ich hätte dich für klüger gehalten. Aber ganz wie du willst. Dann werde ich es eben aus Patty herausquetschen. Ich schneide. Ach du Scheiße, alle. Ich dachte jetzt nur einer. Ja, Bleib stehen. Ja, okay. Ach, dem machen wir ja gar keinen Schaden. Ja, lol. Jetzt haben wir Eronga als erstes hier. Ach du Scheiße, Alter. Da hab ich mir ja was eingebrockt. Na, ja. Wer will als erstes? Erickson, Vasili. Na, Eronga. Boah, lol. Lauf. Boah, Gott. Läuft halt erstmal langsam. Ja. Der dünne Gang ist gut, weil da kann ich alle gleichzeitig schlagen. Und die schlagen mich irgendwie nicht. Das ist auch cool. Na komm, ein paar Heiltränke habe ich noch. Ja, lauf schneller. Boah, er macht halt jetzt mal die Schnecke. Eronga, tot. Der nächste tot. Vasili, komm, komm. Vasili auch tot? Ja. Jetzt höre ich nur noch den nach. Lol. Komm schon, komm schon, komm schon. Aua. Komm, draufhauen, draufhauen, draufhauen. Draufhauen. Ah. So, dann haben wir sie, Alter. Wir haben gerade einen kompletten Piratenbande ausgerottet. Das ist ja der Hammer, Alter. Ach, die haben gar nichts dabei. Das ist immer lebt. Oh, toll. Der ist tot. Das heißt, wir müssen jetzt Patty suchen. Edles Schwert. Aber was haben wir denn jetzt von dem bekommen? Edles Schwert, glaube ich, ne? Na super, dann haben wir jetzt, ich hoffe mal, dass das nicht falsch war. Wir haben jetzt nämlich keine Ahnung. Vielleicht ist Patty hier in der Höhle, die dahinter war. Tja, dann lass uns da mal reingehen, ne? Ich dachte schon. Was? Hä? Was? Wir sind jetzt gerade einfach so gestorben, habe ich das richtig gemerkt? Alter. Alter. Das gab mir jetzt erstmal einen schönen Schreck, Alter. So, okay. Da liegt schon ein Toter, das heißt... Können wir den irgendwie... Okay, an die Truhe dürfen wir nicht ran. Was ist... Oh Gott, ein Ghoul. Da haben wir uns ja echt... So enden wir alle mal. Ruhe in Frieden. Hier ist was vergraben. Ich habe keine Ahnung, ob wir es mit dem Ghoul aufnehmen können. Die sind stark auf jeden Fall, das weiß ich. Also ich habe in meiner Singleplayer-Sache, wie gesagt, da war ich... Oh Gott, Alter, es sieht aus. Da war ich noch nicht ganz so weit, also von der Stärke und der Ausrüstung her. Und da hatte ich gerade so, also wirklich mit vielen Heiltränken und immer wieder wegrennen, die Chance. Was ist denn das? Ich darf keine Truhe da drin öffnen.
Okay. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob da drin jetzt Patty ist oder nicht. Weil wenn ich wüsste, dass da drin Patty ist, dann könnte ich der jetzt rausholen, aber... Naja, wenn wir es mal probieren, gegen den Ghoul da anzukommen. Haben wir noch irgendwelche Stärkungszauber bei uns? Nehmen wir noch einen Heilzauber. Damit könnten wir es halt auch probieren, falls wir da jetzt nicht durchkommen. Naja, lass erstmal einen Heiltrank saufen. Einen Mana-Trank. So, gut. Naja, komm, greifen wir mal an. Okay, wir haben den Schaden zugefügt. Das ist schon mal gut. Komm her. Jetzt kommt der nicht an der Lautilus vorbei. Das wäre jetzt zu geil. Hängt der da? Moment. Das wäre geil. Hä? Lol, ich treffe ihn nicht. Okay. Solange er da bleibt, macht er uns überhaupt keine Probleme. Das sind... Lol, der hat sich verdoppelt. Ich bin mir gerade nicht sicher, doch einem von beiden zufügen wir Schaden zu. Aber welchem? Alter. Okay, einer ist weg. Den anderen haben wir jetzt. Alter. Ich bin froh, dass der da hängt. Beziehungsweise, dass die da gehangen haben. So, werde ich mal einen extra Speicherstand anlegen. Höhle. LP. Gut. Ja! Wieder was zum Buddeln. Und da auch. Tja, dann, damit wir nicht wieder den ganzen Spaß machen müssen, dann speichere ich hier erstmal ab und probiere es hier wieder. Was steht da? Barnabas, Korgan. Probieren wir es hier. Hier ist was vergraben. Also wenn ich jetzt hier auch wieder drauf gehe. Ich weiß nicht. Patty ist hier drin schon mal auf jeden Fall nicht, das wissen wir jetzt. Boah, das ist hammerhart, Krate, Alter. Krate. Krate ist das hammerhart, ja. So. Ich wette mit dir, dass da wieder eine Falle dran ist. Moment. Ja, gut. Und 3, 2, 1. War ja klar, war ja klar. Gut, dann können wir hier drinnen gar nichts machen. Ich schätze dann auch einfach mal, dass es mit den anderen zwei Kisten genau der gleiche Spaß ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder nach draußen. Und jetzt haben wir natürlich keinen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen, wegen Patty oder so. Na gut. Dann verpissen wir uns halt erstmal wieder.
was ist deaktiviert? Nee, ne? Ah, die Folge ist vorbei. Okay. Moment. Wo ist diese Steinplatte jetzt gelandet? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Okay. Gut, dann, naja, gut. Bei mir eh keine Chance, was rauszuholen, also. Würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Ryzen. Ja, ich bin schon völlig geistig hier schwach. Ja, hoffentlich haben wir dann das nächste Mal ein bisschen mehr Erfolg als jetzt so die letzten, was weiß ich, 10 Minuten oder so. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss.